meine Lieben. Herzlich willkommen zur Folge 32 von unserem Witcher 3. Wir haben also Hendricks Notizbuch gefunden. Und sind unterwegs zum Baron. Beziehungsweise, falls ich unterwegs einen Schmied finde, dann suche ich den, gehe ich da erstmal hin, mein Silberschwert reparieren zu lassen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Hab ich sie alle? Wow. Yeah. Was ist das da? Da stand doch einer, oder nicht? Oder träume ich schon? Da steht einer. Schwör ab, solange du noch Beine hast. Was ist das für einer? Oh, Arsch. Scheiße. Jetzt wieder los. Aber diesmal laufen wir ja woanders lang, oder? Ist ja nichts ein, wenn ich und ich gucke nur, wie was mit dem Ton, was stimmt mit dem Ton ja nicht. Kaufmann? Nee. Erstmal Schmied. Verkaufen als solche habe ich ja nichts. Also muss ich mein Gold erstmal aufheben für den Schmied. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Ach, das ist der Krieg hat viele gefunden. Ich bin heimgekehrt. Ist gar keine Schmiede. Ja. Und du hast dich verändert. Verändert? Wie denn? Du verhungerst. Das hat wehgetan. So. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich! Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Ich will nichts kaufen. Eigentlich. Achso, den kann ich noch nicht benutzen. Bis dann. So.
wundern. Ich habe zwischendurch die Option gefunden. Ich wollte das aber nicht unnötig rauszögern, weil ehe ich mich zu irgendwas entschlossen hatte, ich habe da zwischendurch mal kurz geschnitten, habe das Schwert repariert bekommen. Und jetzt können wir weiter zu Baron. Weil dadurch, dass eine Folge ja nur, dass ich da eine Dauer festgelegt habe. So, was hast du hier zu suchen, du Streuner? Dieser verfickte Kater. 10 Minuten. Und da eben mir selber mit hin und her sortieren und reparieren etc. Alleine schon fast 5 Minuten gebraucht hat, da habe ich dann einen Schnitt reingemacht. Das Häuschen vom Baron da oben. Hey, schwarzer. Ich dachte, das hier, das Holz vor uns können wir aufheben, aber weil wir wir sollen ja reparieren die Wegschweine. So, da vorne wäre noch. Aber ist ja Umweg, ne? Die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Oh, die können quatschen, ne? Richtige. Du bist ja scheintot. Richtige Siedlung. Ich komme gar nicht zu Atem. Ganzes Dorf. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Wirkling erwischt. Gesundheit. Eine Krankheit sucht mich heim. Was meinst du? Zu viel gesoffen hast du. Das ist alles. Zu viel gesoffen. So, da hoch. Ja. Oh, komm ich da hoch? Da durch. Okay. Okay. Halt! Hey. Wer ist da? Oh, hallo, brüll doch noch lauter. Ja. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. So, kann ich jetzt rein so oder aus, nicht? Solche wie du dürfen hier nicht durch. Königin dich ficken lässt. Von dir. Wir müssten uns doch irgendwie einigen können. Na gut. Rein mit dir. Schönes Geld. Aber wenn du Ärger machst, schnappen wir dich schneller, als du Nilfgaardische Vendetta sagen kannst. Warum soll ich das sagen? Öffnet das Tor. Feldwebel. Ardal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Ich hab hier solche Angst vor dir. Ja. Dass du ein weit gereister Mann bist. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier?
Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten, uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Rake,